Schmuck von Karl Fritsch ist bunt, individuell und sticht ins Auge. Er vermeidet konsequent klassische Schmuckästhetik mit glatten, glänzenden Oberflächen. Vielmehr überzeugt der gebürtige Allgäuer mit markantem Design, das sich über die Regeln der Goldschmiedekunst hinwegsetzt, sie fast schon verweigert. In Deutschland zum Goldschmied ausgebildet, mit anschließendem Studium bei Otto Künzli in München, betreibt er inzwischen eine eigene Werkstatt in Neuseeland. Karl Fritschs Schmuckstücke befinden sich schon längst in allen wichtigen Museumssammlungen der Welt. Neben dem Amsterdamer Stedelijk Museum sowie dem Metropolitan Museum in New York hat auch das Deutsche Goldschmiedehaus in Hanau einen charakteristischen Ring des Künstlers in seiner Sammlung. Nach der Ernennung zum 4. Hanauer Stadtgoldschmied folgte 2012 im Deutschen Goldschmiedehaus seine große Einzelausstellung Disco mit zahlreichen Schmuckstücken. Ganz dem Titel verpflichtet wurde der Ausstellungssaal mit Disco-Kugeln geschmückt. Ein Schmuckstück dieser Ausstellung ist heute Teil unserer hauseigenen Sammlung. Farbenfrohe Schmuck und Edelsteine wachsen aus dem massiven, wuchtigen Ring in Gold und Silber heraus. Fritsch lässt den Herstellungsprozess sichtbar und überarbeitet die Oberfläche des Gusses nicht. Der Ring besitzt besondere plastische Qualität. Das Schmuckstück behält bewusst sein grobes Äußeres und meidet feine Strukturen. Die Schwere des Objekts wird durch die Edelsteine durchbrochen. Karl Fritsch gehört mit seinen Schmuckstücken zu den experimentierfreudigen Schmuckkünstlern und hat sich damit einen Namen im Bereich des Autorenschmucks gemacht.